Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 9 der germanischen Mythologie. Und in dieser Folge geht's um Frigg, die Herrin von Asgard und Frau von Odin. Frigg ist die oberste der Asinnen und an der Seite des Allvaters Odin die Herrin von Asgard und Mutter der Götter. Sie ist die oberste Göttin der Frauen sowie eine Göttin der Liebe. So bedeutet bereits der Name Frigg so viel wie Frau oder Geliebte. Weiterhin ist sie die Beschützerin von Haus und Heim und nach ihr ist der Freitag benannt. Eine besonders zentrale Eigenschaft von Frigg ist dann auch ihre Klugheit und Weisheit. So erscheint Frigg als so wissend, dass sowohl Odin wie auch Freya glaubten, dass Frigg das Schicksal aller Menschen und Götter kennen würde und es nur nicht sagte. Ob Frigg aber tatsächlich das Schicksal von allen kennt und es nur nicht preisgeben will oder kann, oder ob die oberste Göttin nur so klug ist, dass man meinen könnte, sie würde das Schicksal von allem kennen, ist unklar. Auf jeden Fall aber ist sie die oberste der Göttinnen und in der Edda wird sie als die vornehmste der Asen genannt. Nur die schöne und beliebte Freya reicht noch an Frigg heran. Ihre Halle in Asgard ist Fensalir, was als Halle der Quelle oder Sumpfhalle übersetzt werden kann. Trotz der zweiten möglichen Namensbedeutung soll Fensalir aber überaus schön gewesen sein. Neben dieser Halle findet sich Frigg dann oft auch an der Seite von Odin und teilt häufig dessen Thron mit ihm. Ihr gehört weiterhin das Federkleid. Ein Mantel oder Umhang aus Falkenfedern, der es dem Träger erlaubt, zu fliegen. In Fensalir leben dann auch ihre beiden Dienerinnen mit ihr, die Göttinnen Nah und Fulla. Mit diesen beiden hält Frigg manchmal auch einen geheimen Rat ab und schickt sie dann aus, um ihren Willen auszuführen. Aber als Herrin von Asgard unterstehen ihr noch weitere der Götter, so zum Beispiel die beiden Göttinnen Lofen und Helin. Lofen stiftet dabei im Namen von Frigg Beziehungen unter Menschen, während Helin jene beschützt, die Frigg vor Gefahren bewahren will. Damit hat Frigg eine große Bedeutung im Leben der Menschen. Ebenso aber für die Götter. So ist sie die Mutter von Hönir, Höder und Hermoder und besonders von Balder, dem Lichtgott und dem beliebtesten aller Asen. Sie selbst wird in der Edda als Tochter von Fjörgyn genannt, einem Gott, der nur in der Edda auftaucht und sonst keine weiteren Befunde hat. Am ehesten aber kann dieser, aufgrund der Tatsache, dass Fjörgyn auch ein anderer Name für Jörd, die Erdgöttin und Mutter von Thor sein kann, als spätere und veränderte Version von dieser in der Edda gesehen werden. Damit wäre Frigg die Tochter der alten Erdgöttin Jörd, wobei die Verbindung zwischen Fjörgyn und Jörd unklar ist und im besten Fall zweifelhaft. Eine gewisse Rivalität verbindet sie dann auch mit Freya. Diese reicht nicht nur als einzige der Göttinnen an sie heran, sondern stellt Frigg mit ihrer Schönheit und Beliebtheit oft regelrecht in den Schatten. Nicht zuletzt auch in der Anbetung unter den Germanen. Vor allem den Aspekt einer Liebesgöttin scheint Frigg mit der Zeit an Freya verloren zu haben. Von den Römern im Altertum wurde Frigg noch mit der Liebesgöttin Venus gleichgesetzt, was ihre Rolle als Liebesgöttin der alten Germanen unterstreicht. Später aber tritt Frigg mehr und mehr als Herrscherin auf, während die Stellung als wichtigste Göttin der Liebe eher Freya zufällt. Welche Macht Frigg als Herrscherin von Asgard aber hat, zeigt sich besonders im Balder-Mythos. Als die Götter durch eine Weissagung erfahren, dass Balder der baldige Tod droht, machte sich Frigg daran, dies zu verhindern. Sie forderte alle Wesen und Dinge der Welt auf, einen Eid zu leisten, dass nichts und niemand ihrem Sohn schaden dürfte. Und tatsächlich folgten alle Tiere und Pflanzen ihrem Ruf. Weiterhin sogar die Elemente, alle Krankheiten und Gifte und selbst leblose Dinge wie Steine und Eisen brachten Frigg den Eid dar, als sie sie aufforderte. So gelang es Frigg, ihrem Sohn Unverwundbarkeit zu geben und dies zeigt, welche Macht die Herrin der Asen besaß. Einzig und allein die Mistel nahm Frigg nicht in den Eid auf, was letztlich durch Lokis Tat zu Balders Untergang führen sollte. Dieser wird auch als Friggs erste große Trauer bezeichnet. Wobei Friggs zweite Trauer dann der Tod von Odin am Tag von Ragnarök sein wird. An anderer Stelle in der Edda zeigt Frigg dann ihre Klugheit und ihr Wissen. Als Odin zum Riesen Vafthrudnir gehen will, rät seine Frau ihm davon ab, da der Riese zu den klügsten und mächtigsten unter den Jötnar gehört. Tatsächlich endete Odins Besuch bei Vafthrudnir, wie Frigg es wohl erahnt hatte, in einem Wettstreit um Leben und Tod. Aber auch mit Odin selbst leistete sich Frigg so manchen Wettstreit. Und ist ihrem Mann dabei auch mehr als ebenbürtig. In der Edda heißt es so im Grimnismal, dem Lied von Grimnir, dass Odin und Frigg jeweils einen Menschen als ihren Favoriten auserkoren hatten. Odin hatte Geirrød gewählt und Frigg dessen jüngeren Bruder Agnar. Beide erlitten als Kinder zusammen Schiffbruch, aber sie wurden von zwei Bauern gerettet. Der alte Bauer kümmerte sich um Geirrød und die Bäuerin um Agnar.
Als sie dann endlich wieder heimkehren konnten, sorgte Geirrid dafür, dass sein jüngerer Bruder verschollen blieb, indem er ihn wieder auf dem Schiff zurück ins Meer hinaus stieß. Bereits das alte Bauernpaar könnte als Odin und Frigg interpretiert werden. Mit seiner Tat aber stellte Geirrid sicher, dass er den Thron erben würde. Und bald schon wurde er auch zum König, während Agnar in einer einsamen Höhle hausen musste. Odin meinte nun, dass Geirrid daher eindeutig der Bessere sei. Immerhin war er ja ein mächtiger und guter König geworden. Frigg aber sagte, dass er böse und von Neid erfüllt sei und deshalb ein schlechter Mensch. Dies wollte Odin prüfen, um zu zeigen, dass sein Favorit der Bessere war. Er wollte als Grimnir verkleidet zu Geirrid reisen und seine Gastfreundschaft testen. Tatsächlich stimmte es auch, dass Geirrid, abgesehen davon, dass er seinen Bruder in die Verbannung geschickt hatte, ein guter König und Gastgeber war. Um den Wettstreit aber dennoch zu gewinnen, schickte Frigg ihre Dienerin Fulla voraus zum König. Diese warnte ihn davor, dass ein mächtiger und böser Zauberer in sein Reich kommen würde. Und natürlich passte die Beschreibung des bösen Zauberers genau auf Odin in seiner Verkleidung als Grimnir. Als dieser also am Hof von Geirrid eintraf, ließ ihn der König sofort festnehmen und foltern, bis der böse Zauberer zugab, warum er gekommen war und was er denn Böses plante. Geirrid ließ Odin auf einen Stuhl zwischen zwei gewaltigen Feuern fesseln, um ihn mit der Hitze zu quälen. So musste Odin feststellen, dass sein Favorit tatsächlich alles andere als gastfreundlich zu ihm war. Einzig und allein der Sohn des Königs, der nach dessen Bruder Agnar genannt worden war, war freundlich zu Odin. Dieser hatte auch schon bald genug von der Sache. Er befreite sich von den Fesseln mit einem Zauber und gab sich als Odin zu erkennen. Geirrid erschrak natürlich sehr, als er erkannte, wer Grimnir wirklich war. Und als er von seinem Thron aufsprang, fiel ihm sein Schwert vor Schreck zu Boden und er stolperte. Dabei fiel der König geradewegs in sein eigenes Schwert und spießte sich selbst auf. So starb Odins Favorit und Frigg hatte den Wettstreit gewonnen. Geirrids Sohn Agnar wurde dann zum nächsten König und er soll eine sehr lange und gute Herrschaft gehabt haben. Und es war am Ende wohl nicht ganz ein Zufall, dass Agnar den gleichen Namen wie Friggs ursprünglicher Favorit trug. Deutlich größere Ausmaße nahm nun ein anderes Aufeinandertreffen von Frigg und Odin an, wobei es dieses Mal kein Wettstreit zwischen den beiden war. Stattdessen ging es um Krieg unter den Menschen. Es ist die Geschichte, wie die Langobarden ihren Namen erhielten. Diese Sage stammt auch nicht aus der Edda, sondern ist um einige Jahrhunderte älter und wurde erstmals im 7. Jahrhundert aufgezeichnet und schon lange zuvor für lange Zeit mündlich weitergegeben. Der Stamm der Langobarden war laut dieser alten Legende früher als die Vinilair bekannt und lag im Krieg mit dem Stamm der Vandalen. Es bahnte sich eine große Schlacht der beiden Germanenstämme an. Und die Vandalen beteten zu Odin, der von ihnen Godan genannt wurde, dass er ihnen den Sieg schenken sollte. Odin antwortete auch darauf, dass sie den Sieg davontragen würden, wenn er die Vandalen als erstes am frühen Morgen auf dem Schlachtfeld sehen würde. Die Vinilair dagegen beteten zu Frigg, die bei ihnen Freya hieß, nicht zu verwechseln übrigens mit Freya. Und auch diese antwortete. Sie wusste von Odins Versprechen, den Vandalen zu helfen, wenn er sie als erstes auf dem Schlachtfeld sehen würde. Und so gab sie den Vinilären folgenden Rat. Sie sollten am frühen Morgen von Osten her zur Schlacht kommen, damit Odin sie im Licht der aufgehenden Sonne als erstes sehen würde. Aber um den Sieg wirklich sicherzustellen, sagte Frigg weiter, dass alle Frauen der Vinilair sich Männerkleidung anziehen und ihre langen Haare vors Gesicht binden sollten, sodass es aussähe, als wären sie wilde Krieger mit langen Bärten. Am Morgen sorgte Frigg dann dafür, dass Odin als erstes nach Osten schaute, wo er so das große Heer der Vinilair als erstes stehen sah. Und als er fragte, wer diese Langbärte denn seien, antwortete Frigg, du hast ihnen gerade einen Namen gegeben, nun gib ihnen den Sieg. Da Odin so die Vandalen nicht als erstes auf dem Feld gesehen hatte, konnte er sie nicht mehr unterstützen. Und als die Vandalen dazu noch das durch die Anzahl der Frauen gewaltig groß gewordene Heer der Vinilair sahen, das aus ihrer Sicht voller wilder, langbärtiger Krieger war, war den Vinilair der Sieg sicher. So hatte Frigg durch ihre List das Heer der Vinilair verstärkt und ihnen den Sieg über Odins Vandalen gegeben. Und seither sollen sich die Vinilair auch Langobarden, Langbärte, genannt haben. Anzumerken ist aber, dass historisch betrachtet der Ursprung des Namens Langobarden bis heute nicht geklärt werden konnte, er aber deutlich älter zu sein scheint als das 7. Jahrhundert. Eine durchaus andere Charakterisierung und Darstellung von Frigg finden wir dann in Snorris weiteren Werken, der Weltenringsage.
Hier ist Frigg besonders auf Odins Ruhm eifersüchtig und lässt dessen Statuen zerstören und lässt sich mit anderen Männern ein, um Odin herauszufordern. Hier ist aber auch gesagt, dass Snorri eben in diesen Werken versuchte, die germanischen Götter als weltliche Könige, die aus Troja eingewandert waren, darzustellen. Daher kann man sich auf diese Werke wohl nicht wirklich verlassen, wenn es um den eigentlichen Glauben der Germanen geht. Vielmehr sind diese Sagen von Snorri eine der vielen Quellen für die Geschichten der Helden der Mythologie, zu denen wir auch noch in dieser Lore-Reihe definitiv kommen werden. Eine letzte Sache aber, die schon aus dem Glauben der alten Germanen stammt und noch bis heute an Frigg verweist und uns allen bekannt und lieb ist, ist der Freitag. Dieser Wochentag wurde nach Frigg benannt. Oftmals wird der Name für den Freitag ja Frey oder vor allem Freya zugeschrieben, da deren Namen sehr nach Freitag klingen, während sich Frigg nicht wirklich danach anhört. Aber tatsächlich geht der Freitag auf Frigg zurück, genauer gesagt auf einen der älteren Namen für diese Göttin. So war Frigg, wie auch die Geschichte der Langobarden zeigt, nicht nur in Skandinavien bekannt und auch schon vor der Zeit der Edda und der Skaldendichtung. Und hier trug sie unter anderem den Namen Freya, so auch bei den Langobarden, oder den Namen Fria. Und eben auf diesen geht Freitag zurück. So heißt der Freitag im Althochdeutschen Friadag, Tag der Fria. Auch aus römischen Quellen des Altertums ist bekannt, dass bei den Germanen der Freitag der Tag der Venus war, welcher von den Römern mit Frigg gleichgesetzt wurde. Damit stellt der Freitag einen Wochentag und einen Namen dar, der direkt an die Oberste der Asinnen erinnert und bis heute von uns allen verwendet wird. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.